Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei Just Christian und endlich ist es da. Ich freue mich wie Hulle, das Redmi Note 10 Pro. Dieses Gerät hat mich richtig in den Bann gezogen bei der Präsentation. Warum das so ist und was so ein bisschen in der Verpackung am Start ist und wir richten es ein. Wir gucken uns das so einen ersten Eindruck mal an. Aber warum das so interessant ist, erkläre ich euch dann in dem Video. Nach dem Intro geht's los. Bleibt dran. Da liegt es. Warum bin ich so aufgeregt? Warum habe ich da so Bock auf dieses Teil? Ich drehe es mal richtig rum. Ist Xiaomi, und das regt mich ein bisschen auf, pumpt den Markt voll mit Geräten. Und deswegen werde ich auch euch gleich sagen, ich werde mich dieses Jahr bei den Xiaomi-Geräten wirklich nur auf die für mich interessantesten Geräte, weil ich auch denke, dass sie euch am ehesten interessieren könnten, werde ich mich drauf versteifen. Und das Redmi Note 10 Pro ist eins dieser Geräte. Die Flaggschiffe werden immer teurer und ich bin der Meinung, bei den Flaggschiffgeräten, da tut sich gar nicht mehr so viel. Ja, es ist dann der lateste Chip drin, der schnellste, aber im Vergleich zum Generation davor ist der kaum schneller, kaum besser, kaum cooler. Die Kameras werden immer ein bisschen besser. Man wirbt jetzt bei verschiedensten Herstellern mit irgendwelchen tollen Kooperationen oder man hat ganz krasse Mikroskopkameras und so weiter. Ganz ehrlich, für den Autonormalverbraucher ist das, glaube ich, gar nicht so relevant. Der Autonormalverbraucher braucht ein Gerät mit einer anständigen Akkulaufzeit, mit einer anständigen Kamera, mit einem anständigen Display und wir packen es jetzt aus und dann seht ihr auch relativ schnell, was ich meine. Also, die Box, Mi, dann Redmi Note 10 Pro, dann auf der Seite schön Redmi Note 10 Pro, wieder der Seitenhieb auf Huawei, dass man da die Google Apps drauf hat. Auf der Rückseite ist nichts, hier das gleiche, oben nichts, unten zeige ich euch nicht, weil dann ist nämlich die Farbe gespoilt und das will ich nicht. Dann habe ich hier ein Weltklasse Unboxing Messer. Ich weiß nicht, warum man das immer zum Gemüseschneiden missbraucht. Das ist ein 1er Unboxing Messer. I like. So, dann hoch das Teil. Ihr seht, die Verpackung ist relativ dick gehalten. Das könnte ja vielleicht bedeuten, dass da ein Ladegerät dabei ist. Dann haben wir hier oben einen Tray. Jetzt will ich mal gucken, dass ich das so rausbringe, dass ihr das nicht seht, was es für eine Farbe ist. Oh, ich konnte eben schon drauf gucken. Sie ist bombastisch schön. Okay, dann legen wir das Handy nochmal auf die Seite. Dann haben wir hier unten noch den Puppet-Tray. Ja, wir haben ein Ladegerät. Apple, Samsung. Na gut, Samsung packt ja bei seinen Mid-Rangern auch ein Ladegerät mit bei. Oh cool, und das ist, glaube ich, kein Plastik hier. Das ist so eine Papierfolie. Das Teil kann 33 Watt. 33 Watt. Und der Charger ist in der Box. Gut, dann haben wir hier noch das normale USB-A auf USB-C-Ladekabel. Aber 33 Watt. Saugeil. Das geht relativ flott. Wir reden hier von einem Gerät, was in meiner Version, ich habe die 64 GB Variante, 280 Euro kostet zum Marktstart. Es wird wahrscheinlich dann auch noch, wie man das bei Xiaomi kennt, jede Menge Rabattaktionen dann im Laufe geben. Die haben ja permanent eigentlich Rabatte am Start. Und da denke ich, kriegt man das auch locker dann mal so Richtung 250, 230 Euro. Eventuell auch dann, wenn es gegen Ende des Lebenszykluses geht, dieses Gerätes quasi, dann nochmal für 200 Euro, denke ich, das wird relativ flott passieren. Achso, oh, die Box, ha, was haben wir hier drin? Simjack-Tool. Ah, und wir haben wieder ein Clear-Case am Start. Aber das ist ein bisschen anders wie sonst. Mal auf die Seite, so Ding. Das ist ein bisschen anders wie sonst, das ist hinten matt gehalten. Okay, das ist mal was Neues, ist relativ dünn und wobbelig, sag ich mal, aber es ist matt gehalten. Das ist schön, das mag ich, glaube ich. Man hat hier unten wieder diesen Pönöppel am Start. Ah, okay, ja, um den USB-C-Anschluss vor Staub zu schützen, okay, kann man machen, aber ich bin da kein großer Fan von, weil wenn man dann das da mal so einhändig irgendwo schnell reinstecken will, no chance. Gut, auf die Seite, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Dann haben wir aufgeräumt und dann seht ihr schon, was ich so im ersten Moment meine. Wir brauchen ein Gerät, was in den Kernkompetenzen richtig cool ist und aber auch nicht viel Geld kostet. Sprich, ihr könnt eure Niere behalten, müsst sie nicht verkaufen, wenn ihr euch so ein Teil kaufen wollt. Wir haben eine 108 Megapixel Kamera. Hey, und wir sind hier unter 300 Euro. Wir haben ein 120 Hertz AMOLED Display. Wir sind unter 300 Euro. Wir haben Dual-Lautsprecher verbaut. Ja, unter 300 Euro. Wir haben den Qualcomm Snapdragon 732G. Das ist schon bekannt aus dem letztjährigen Poco X3 NFC. Da hat er anständig performt. Mal gucken, wie er es hier macht. Und hier haben wir schon 33 Watt Fast Charging mit einem Akku von etwas mehr wie 5020 mAh. Ihr seht, das ist krass für unter 300 Euro, was die Specs angeht. Da ist quasi in den Kernkompetenzen, hat man da nicht geschludert. Natürlich muss der Test das jetzt noch zeigen. Unboxing-Geräusche. Oh, Display-Schutzfolie ist drauf und jetzt drehen wir das Teil mal rum. Tada! Oh ja!
Das ist eine schöne Farbe. Das ist die Farbe Gradient Bronze. Und die hat einen leichten Farbverlauf von ja, heller Bronze bis hin fast ins Orangene. Oh wow, die Farbe, die ist wirklich schön. Die ist wirklich schön. Angeblich soll dieses Gerät eine Glasrückseite haben. Da ist man sich auch noch nicht so einig. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr danach an. Oh, oh, diese Farbe ist wirklich schön. Wir gehen mal außen rum, bevor ich mich vergesse. Wir haben hier einen glänzenden Rahmen, der natürlich Fingerabdrücke anzieht wie Hulle. Der Rahmen ist aus Plastik. Wir haben hier eine laute leise Wippe. Dann haben wir hier den Power-Button. Der ist nicht wie bei den Vorgängermodellen im Rahmen eingelassen, sondern der sitzt wie die laute leise Wippe oben drauf und ist leicht schraffiert. Also nicht leicht schraffiert, sondern ist matt. Ja, und lässt sich dadurch sehr schön erfühlen. Dann haben wir vorne das Display. Ich habe das schon so ein bisschen erwähnt, 6,67 Zoll. Dann haben wir hier den SIM-Kartenschacht. Der, und das schauen wir uns jetzt mal an. Huch, Pflänzchen, bleibst du stehen. Jawohl, das ist sehr schön. Der kann zwei Nano-SIM-Karten plus eine Micro-SD-Speichererweiterung. Und deswegen bin ich auch mit der 64-GB-Variante gegangen, weil ich bin der Meinung, die meisten Daten hat man mit Bildern und Videos und die kann man dann wunderschön auf die SD-Karte auslagern. Das ist relativ cool gelöst. Das ist meine Lieblingslösung. Der Vorgänger, das Note 9 Pro, habe ich auch ein Video zu gemacht. Das konnte das auch. Die Speicherkarte MicroSD kann erweitert werden bis 512 GB und das sollte, denke ich, doch echt jedem reichen. Ja, und so eine SD-Karte hat man mal schnell gekauft. Eine MicroSD-Karte hat man mal schnell gekauft. Das geht voll. Oben, wow, wir haben einen Headphone Jack, wir haben einen Lautsprecher, wir haben ein Mikrofon und wir haben den typischen Infrarotblaster, den es bei Xiaomi schon in fast jedem Gerät gibt, richtig gut. Der Teil ist matt und hebt sich so ein bisschen von dem hochglänzenden Rahmen ab, finde ich echt schön gelöst. Unten haben wir dann noch ein Mikrofon, noch einen Lautsprecher und den USB-C 2.0 Port. Ja, 3.1 hätte mir oder 3.0 hätte mir besser gefallen, aber ey, ich sag's euch, wir sind hier unter 300 Euro, da kann ich das verknusen. Display 6,67 Zoll Full HD Display oder Full HD Plus muss man ja sagen, mit einer Abtastrate von 240 Hertz für Gamer vielleicht gar nicht so schlecht und mit einer Bildwiederholfrequenz, ich habe es schon erwähnt, von 120 Hertz. AMOLED. Das ist natürlich cool. Wir haben eine winzig kleine Punch-Hole-Notch oben und die ist wirklich klein und da ist nur so ein kleiner silberner Rahmen rum. Beim S20 FE von Samsung war das ähnlich. Dann haben wir hinten das Kamera-Array und das ist wirklich ein bisschen krass. Das geht, und gucken, wie ich es am besten zeigen kann. Das geht in mehreren Stufen hoch. Das hier unten ist auch so ein Glas. Das sieht echt gut aus. Geht in mehreren Stufen hoch. Die Kamera beherbergt zum einen die 108 Megapixel Kamera von Samsung. Das soll dieser HM1 oder HM2 Sensor sein. Nagel mich nicht fest, bis zum Review weiß ich das. Aber der 108 Megapixel-Sensor, der sehr ähnlich dem Mi 11 kommen soll. Mi 11, Flaggschiff, ne? Das ist auch so eine Sache. Dann haben wir noch einen Ultraweitwinkel-Sensor mit 8 Megapixel und dann haben wir noch ein Makroobjektiv mit 2 Megapixel und Tiefenschärfe. Entschuldigung, Makroobjektiv mit 5 Megapixeln. Das ist schon mal schön, das ist nicht dieses 2 Megapixel-Ding. Also da habe ich die Hoffnung, dass das wirklich zu was zu gebrauchen ist. Und dann so eine Tiefenschärfe-Kamera. Okay, ob man die braucht, weiß ich nicht unbedingt. Die Frontkamera übrigens hat 16 Megapixel. Ja, löst mit 1080p auf, wenn ihr die Videos drehen wollt, keine 4K. Hinten der kann 4K mit 30 Frames. Das ist cool. Das ist absolut geil. Gut, was die Kamera und Performance und so weiter, das müssen wir uns dann noch anschauen. Jetzt gehen wir mal her und richten uns das Teil mal ein. Also es macht schon unheimlich viel Sinn, wenn man die Kamera anmacht, wenn man was filmen will. Egal, ist noch nicht viel passiert. Ich habe nur Sprache eingestellt, WLAN-Verbindung hergestellt und mein Google-Konto eingerichtet. Also jetzt nichts Dramatisches. Und bin da beim Tippen auf das Smartphone so ein bisschen eingegangen, weil es hier echt kippelt durch den großen, großen Kamerabump, der hinten drauf ist. Das ist schon krass. Jetzt müssen wir hier sagen, was wir möchten, ob wir hier mit Google Drive synchronisieren wollen, Nutzung, Fehlerberichte senden. Nö, das will ich nicht. Das akzeptieren wir mal. Dann können wir uns die Suchmaschine aussuchen. Natürlich nehmen wir Google. Ich könnte jetzt auch aufhören, einfach einzurichten, aber nö, natürlich, ich bin ja nass auf das Gerät, ich will ja weitermachen. Ja, es geht auch von jetzt so vom Einrichten, so von der Geschwindigkeit. Natürlich braucht ihr dann immer so ein bisschen und sucht und sucht und sucht. Aber generell ist das schon echt ein relativ flüssiges Bedienerlebnis, was ich hier habe. Der 732G, der ist auch ja so an für sich nicht schlecht. Das können wir später noch mal machen. Da sage ich nein, danke, weiter. Das, nein, danke, will ich noch was? Nö. Smartphone wird vorbereitet, das kann einige Minuten dauern. Google-Konto, nein, ich möchte das nicht synchronisieren. Fingerabdruck, da will ich ja sehen, wie gut der ist. Dann müssen wir uns noch einen PIN einfallen lassen. Das kriege ich hin. Bin da unheimlich kreativ. Zack. Nochmal PIN bestätigen. Warum fährt da die Tastatur weg? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das kann auch gleich bleiben. Zack. So, und jetzt suchen wir uns mal den Fingerabdrucksensor, der hier neben auf der Seite ist. Und dann geht das los. Bisschen tack, tack, tack. Variieren, variieren. Hier, 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 ja. Hackenspitze hoch das Bein, nach die Ränder. Ja, machen wir, kriegen wir. Sehr gut. Schade, dass ich nicht noch einen zweiten jetzt hinzufügen kann. Weitere Einstellungen, automatische Diagnosedaten automatisch senden. Nö.
Programm zur Benutzererfahrung? Nö. Das möchte ich nicht. Personalisierte Anzeigen? Nö. Oder doch? Ich lasse sie an. So, will ich klassisch oder will ich den App-Drawer? Ich will natürlich den App-Drawer. Das hilft mir ein bisschen alles so zu organisieren und dann dürften wir gleich fertig sein. Jetzt warten wir noch einen Augenblick und dann ist das gut. Einrichtung abgeschlossen und da ist ja schon der Homescreen. Na komm, trau dich. Yeah! Oh wow, jetzt hebe ich das Gerät mal ein Stückchen an. Oh, das ist schon nicht schlecht. Hier haben wir Google Newsfeed. Jetzt will ich doch mal schauen. Na, das ist jetzt alles ein bisschen choppy. Okay, der fängt jetzt schon an zu installieren und zu machen. Jetzt hüpfen wir gerade mal in die Einstellung und schauen uns mal, was der Speicher sagt. Hier, über das Telefon. Schon gleich ein Update da, Speicher. So, belegt sind 18 GB von 64. Puh, okay, das heißt, es sind unter 50 GB, die frei sind. So 47. Oh, System 13. 2,3 GB Apps und 2,58 GB Sonstiges. Dann will ich doch mal schauen, was sind denn da für Apps drauf? Uiuiui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Xiaomi eigene Geschichten, die will ich jetzt nicht unbedingt dazu sehen. 9, 10, 11. Also, wenn man nur die ganz unwichtigen nimmt, 12, ja, Netflix. Gut, Netflix brauchen wir vielleicht, Facebook auch. Aber ich sag mal so, 11 Apps, die da installiert sind, oh, die man überhaupt nicht braucht. Oh, da ist schon Bloatware am Start, mein lieber Scholli. Egal, kann man deinstallieren, aber trotzdem. Junge. Na gut, vielleicht musste man irgendwie so den günstigen Preis realisieren. Jetzt will ich mal schauen, was das Display macht. Es ist noch nicht sehr hell eingestellt. Ja, doch. Ach ja, das wird schon hell. Ja, doch, hier Sonnenlichtmodus hat er. Bildschirmhelligkeit bei ausgeschalteter automatischer Helligkeit an helles Umgebungslicht anpassen. Ja. Achso. Ausgeschaltete automatische Helligkeit, ja. Dann boostet er auch nochmal hoch und ansonsten macht er das bei Automatik, wie es schon so heißt, wahrscheinlich automatisch, auf jeden Fall. Das ist krass. Also das Display gefällt mir jetzt schon mal. Boah, AMOLED ist natürlich echt nicht schlecht. Ich habe noch die 60 Hertz eingestellt. Das geht so nicht. Das muss auf 120. Ja, oh, wie schön. Das ist echt nicht schlecht. Wie ist denn der Vibrationsmotor von dem Teil? Jetzt will ich mal gucken. Ich gebe einfach mal irgendwas in den Play Store ein. Ja, okay. Der ist jetzt nicht wie bei einem iPhone, sag ich mal. Die sind da durchaus führend. Oder wie bei einem Mi 11. Mi 11 hat auch einen super Vibrationsmotor. Aber, nee, komme ich klar drauf. Also der ist jetzt nicht so. Der stört mich jetzt gar nicht. Absolut nicht. Dann wollen wir mal gucken, was der Fingerabdrucksensor macht. Den machen wir aus. Ja. Krass. Okay, gut. Muss ich ihn... Nee, ich muss ihn... Nein, doch nicht. Muss ich ihn anklicken? Nochmal. Ja, krass. Also der ist schon echt gut. Also das geht rucki zucki. Da habe ich überhaupt keinen Bauchweh. Das geht echt schön. Prima. Das ist doch nicht verkehrt. Ja, und ansonsten jetzt so von der ersten Bedienung her. Okay, der installiert jetzt im Hintergrund Apps. Das ist für die Geräte auch immer ein riesen Hackmack dann ganz am Anfang. Ja, aber das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt will ich nochmal kurz gucken, was die Kamera so sagt. Ja, ich lasse alles zu. Heute ist großer Zulasstag. Benutzung der App, genau. Ja, okay, prima. So, jetzt schauen wir mal. Wir können Video in 1080p und in 4K aufnehmen. Das ist schon mal schön. Jetzt will ich doch mal schauen. Ich einfach nur hier so mal über den Tisch gehe. Und dabei mal ein bisschen rede. Wie ist da die Stabilisierung? Die ist, glaube ich, bei 4K gar nicht da. Die geht nur bei 1080p. Ja, mal hier so ein bisschen rangehen. Okay, ja. So manche Schärfen mag er nicht. Okay, dann machen wir nochmal ein Foto. So, auf, stellst du scharf da. Dann gucken wir mal unter mehr, ob ich hier auch Makro war, ja, bei hier oben. Tilt Shift, das ist auch super. Ah, sogar Super Makro. Ist nicht nur Makro, das ist Super Makro. Also mehr Makro geht nicht. Komm her, Blümchen. Okay, ja, so. Ah, ja, doch. Ja, doch. Also was ich jetzt so vom ersten Ding, jetzt mal ein normales Foto machen. Super Makro wieder aus. So, einmal so ein Fötchen. Und dann nehmen wir nochmal den Ultraweit. Dann seht ihr mein ganzes Durcheinander hier. Okay. So, mal schauen. Ja, also was man hier so... ja, es ist auch jetzt hier Kunstlicht alles. Ja, okay. Mein Gott, das ist jetzt auch nicht repräsentativ. Absolut nicht. Was haben wir hier noch? Ja, normal. Ja, doch, das wird schon scharf. Der Ultraweit, der stinkt da so ein bisschen ab. Aber doch für Makro? Ach ja, ja. Also das habe ich schon wesentlich schlechter gesehen. Auf jeden Fall. Kurz mal das Video zulassen. Und dabei mal ein bisschen Rede. Die Stabilisierung, die ist glaube ich bei 4K gar nicht da. Ah, die kommt hier aus dem Ohrhörer und hier raus. Ja, mal hier ein bisschen rangehen. Ja, Duallautsprecher. Er wird jetzt nicht super, super endlaut,
Aber, also jetzt nichts im Vergleich zu einem i11, aber ist doch schon schön. Ein bisschen Rede. Wie ist da die Stabilisierung? Die ist, glaube ich, bei 4K gar nicht da. Die geht nur bei 1080p. Ja, mal hier so ein bisschen rangehen. Okay, ja. Okay. Einverstanden. Gefällt mir soweit erstmal ganz gut. Ja, Kamera, das muss ich alles bewähren, aber das hält sich auch richtig schön in der Hand. Es hat unter 200 Gramm das Gerät. Und also, wenn das hinten kein Glas ist, dann ist es das beste Plastik, was ich jemals in der Hand hatte. Noch besser als bei irgendeinem Samsung Galaxy S20 FE, was ja auch eine Plastikrückseite hat. Die Farbe bamst mich schon ganz schön, muss ich sagen. Also das gefällt mir echt gut. Prima, zieht natürlich Fingerabdrücke an. Kurz nochmal zu den Display-Rändern. Die sind relativ symmetrisch. Sie sind da, ja, aber ich finde sie jetzt nicht extrem störend. Unten sind sie ein bisschen größer, aber jetzt nicht weltbewegend, viel größer. Nö, aber das ist doch schon mal gut. So, das war jetzt mein erster Eindruck von dem Teil. Schreibt doch bitte mal unten in die Kommentare, was ihr euch zu dem Gerät noch wünscht. Ob ich mal einen Gaming-Test machen soll, ob das Ding gamen kann. Natürlich, Kamera wird wahrscheinlich dabei sein. Was ihr euch einfach, was ihr sehen wollt zu dem Gerät und vielleicht auch eventuell den ein oder anderen Vergleich zu einem anderen Gerät. Soll ich es mal mit einem Mi 11 vergleichen oder nicht? Macht das Sinn? Vielleicht so unter dem Gesichtspunkt, braucht man überhaupt ein Mi 11 oder tut es so ein Gerät nicht auch für den Otto Normalo, sag ich mal, ja, für den Everyday User? Ja, schreibt mir das in die Kommentare, lasst euch darüber aus. Deswegen wünsche ich euch alles Gute, vielen Dank, dass ihr mein Video geschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao.